heute das Video zur Stealth-Loop-Antenne. Und zwar fehlt noch der dritte Teil, nämlich Betrieb mit der Stealth-Loop-Antenne. Ich zeige euch hier heute, wie die Antenne funktioniert auf dem Band. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und schaut das Video. Ich bin Michael, DL2YMR, und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Ja, ich habe jetzt hier im Garten aufgebaut. Die Stealth-Antenne steht auf dem Rasen, die Stealth-Loop. Hier habe ich die Automatic Tuner Unit, hier habe ich mein IC7300 und hier die Tastatur, um die Frequenz einstellen zu können. Okay, der Transceiver hier, der steht jetzt auf 14214. Da ist eine italienische Station, macht jetzt hier ein S9 und ich stelle jetzt mal die Frequenz hier auf in den CW-Bereich auf 14030 und guck mal, was hier mit dem Signal passiert. Also die Antenne wird angepasst. Und jetzt haben wir noch hier ein S6. Also es ist bei weitem nicht so, dass man, wenn man jetzt im CW-Bereich ist, diese SSB-Station gar nicht mehr hören kann. Man kann sie durchaus noch hören, allerdings reduziert, mit reduzierter Signalstärke. Ich kann natürlich hier jetzt nicht senden. Das heißt, ich könnte schon, aber ich habe ein sehr, sehr schlechtes SWR, was natürlich unnütz wäre. Ich müsste jetzt, wenn ich hier senden wollte, die Frequenz wieder entsprechend auf die 14214 setzen. Jetzt passt das Gerät, die Antenne wieder an. Man sieht das hier. Und jetzt bin ich wieder auf der Frequenz. Man sieht auch hier, dass hier also im Wasserfalldiagramm, also hier wieder 5,9, ne? Habt ihr gesehen? Und hier sieht man also im unteren Bereich des Wasserfalldiagramms, dass hier also jetzt die Signale auch stärker sind, dadurch, dass das Wasserfalldiagramm hier heller erscheint. Wenn ich jetzt nochmal auf die 14030 gehe, dann sieht man, dass das Wasserfalldiagramm hier dunkler ist und dadurch fällt natürlich auch auf, dass die Signalstärke hier geringer ist. So, und jetzt machen wir noch was. Wir machen nämlich einen Test. Und zwar, wir sind ja hier im 20-Meter-Band. Ich habe die Antenne jetzt abgestimmt auf 14038 und wir werden jetzt hier eine Testaussendung machen. Ich gebe also Test D, DL2YMR, also mein Rufzeichen. Und wir können dann anschließend im Reverse Beacon Network nachsehen, wo wir überall mit der Antenne jetzt gehört wurden. Die Antenne ist ausgerichtet ungefähr so Nordwest und ja, ich frage einfach mal, ob die Frequenz frei ist. Ich gebe einfach QRL Fragezeichen. Da kommt erstmal nichts zurück. Nochmal. QRL Fragezeichen. Kommt nichts. Und jetzt gebe ich Test DE DL2YMR. Test. Mein Rufzeichen. Jetzt nochmal. Test. DE. Mein Rufzeichen. Nochmal. Und nochmal Test. Aber ein bisschen verunglückt. So, jetzt gucken wir mal im Reverse Beacon Network, wo wir überall gehört werden. Hier wurde mir gerade schon RK3TD angezeigt. Wir schauen mal. Also ich drehe erstmal die NF-Leise und jetzt aktualisiere ich das mal. Und wir sehen hier also, vor 2 Sekunden wurde ich gehört von RK3TD. So, und jetzt sind die anderen Spots auch reingekommen. Das dauert halt manchmal ein bisschen. Und wir sehen jetzt hier also vor 25 Sekunden RK3TD. Dann hat uns gehört Echo Alpha,
nochmal Echo Alpha, dann HG ist Ungarn, Echo Alpha ist Spanien, HG ist Ungarn, Oscar Hotel ist Finnland und MM ist Schottland und Echo Sierra hat uns auch gehört, das ist Estland. Also die Antenne scheint gut zu funktionieren, obwohl sie wirklich nur so klein ist, hier auf dem Boden steht und ich jetzt hier mit Transceiverleistung mit dem IC 7300 gesendet habe. Ich mache das einfach nochmal, wir geben nochmal so eine Sequenz. Die Frequenz ist noch frei. Mache das jetzt nochmal. So, dann können wir das Ganze nochmal hier aktualisieren. Aber wie gesagt, so ein bisschen dauert das halt auch, bis die Meldungen reinkommen. Aber hier sind die ersten schon, also vor 6 Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden. Wieder Echo Alpha 8 diesmal, also Kanarische Inseln. Ungarn zweimal und Bulgarien einmal. Ich kann das nochmal aktualisieren. Da ist jetzt noch mehr gekommen, nämlich ein Pole, SP8R, der hat mich auch gehört. Ich wollte euch einfach mal in der Praxis zeigen hier, wie man mit der Antenne arbeitet. Man muss halt immer wieder auf die entsprechende Frequenz abstimmen. Man kann natürlich auch mit einem entsprechenden Kabel, was es auch für ICOM gibt, hier eine Automatik einbauen. Ich hatte das schon mal gesagt. Dann wird die Frequenz automatisch nachgestellt. Ich verändere also den VFO. Und wenn ich dann stehen bleibe, dann passt die Antenne die Frequenz automatisch an, sodass da immer eine kontinuierliche Anpassung an die entsprechende Frequenz vorhanden ist. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen hier die Arbeit mit der Antenne vermitteln. Ein Vergleichstest ist hier so ohne weiteres nicht möglich. Dazu müsste man absolut gleiche Bedingungen schaffen. Das kann ich hier ohne weiteres nicht. Und insofern war das hier ein kleiner Praxisbericht für die Antenne. Ja, und wenn euch das hier gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, wieder hier zu StealthLoop, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFU-Channel wieder etwas Neues gibt.